Toni Kroos hat sich im Rahmen des Sportbild Award zu einer Kritik von Uli Hoeneß zu seinem Spielstil geäußert. Der 32-Jährige wurde zunächst mit dem Sonderpreis der Chefredaktion geehrt. Ausgebremst von einer Grippe konnte er den Preis allerdings nicht vor Ort in Hamburg entgegennehmen. Stattdessen meldete sich der Weltmeister von 2014 in einer Videobotschaft zu Wort und beantwortete einige Fragen. Eine davon drehte sich um die Aussage von Uli Hoeneß nach dem letztjährigen EM aus und ob diese Kroos motiviert hatte. Der 70-Jährige hatte gesagt, dass Kroos Art zu spielen total vorbei sei. Bei anderen Teams geht es mit Zug nach vorne und bei uns wurde quergespielt. Der fünfmalige Champions League-Sieger reagierte cool und konnte sich eine kleine Spitze gegen den ehemaligen Bayern-Boss nicht verkneifen. Motiviert hat es mich definitiv nicht. Geärgert vielleicht Anfang kurz, weil ich doch im ersten Moment etwas mehr Sachverstand erwartet hatte, sagte Kroos. Es war einmal mehr nicht sein Tag im Dress von Manchester United, nachdem Cristiano Ronaldo auch beim furiosen 2:1 Befreiungsschlag gegen den FC Liverpool außen vor blieb. Der Starspieler des englischen Rekordmeisters machte zunächst noch gute Minen zum persönlich unbefriedigenden Spiel, suchte aber bereits vor dem Anpfiff den Smalltalk an der Seitenlinie mit früheren Weggefährten. Als TV-Experte Roy Keane Ronaldo fragte, warum er denn nicht in der Startelf stehe, antwortete der Portugiese ein wenig hilflos und zuckte mit den Schultern. Was soll ich denn tun? CR7 wurde erst in der 86. Minute eingewechselt. Für mehr als einen Kurzeinsatz reichte es nicht. Marc Uth wird sich einer Schambein-OP unterziehen und fehlt dem 1. FC Köln noch mehrere Wochen. Es wird einen kleinen operativen Eingriff geben, sagt der FC-Geschäftsführer Christian Keller am Dienstag. Dieser sei aber nicht weiter tragisch. Uth werde relativ schnell wieder da sein. Marc Uth hatte sich beim DFB-Pokal aus beim Zweitligisten Jahn Regensburg verletzt. In der Bundesliga wartet der 30-Jährige noch auf seinen ersten Saisoneinsatz. Wenn es gut läuft, rechnen wir schon damit, dass er in 3-4 Wochen wieder voll zur Verfügung steht, so Keller. Ein legendärer Formel-1-Wagen von Michael Schumacher ist für 6,22 Millionen US-Dollar versteigert worden. Dabei handelt es sich um einen Ferrari F300 mit der Chassisnummer 187 aus der Saison 1998. Ein Bieter aus Monterey in Kalifornien erhielt den Zuschlag für den historischen Boliden. Schumacher fuhr mit diesem Auto 1998 4 sehr erfolgreiche Rennen. Er siegte beim Großen Preis von Kanada und gewann zudem noch die Rennen in Magny-Cours, Silverstone und Monza. Laut RM Sotheby's handelt es sich damit um das erfolgreichste und einzig ungeschlagene Ferrari-Chassis in der Formel-1-Geschichte, das in mindestens 3 Rennen zum Einsatz kam.